Herzlich willkommen beim vierten Teil meiner Videoserie über den Zusammenbau eines CDC Prusa i3 im Holzrahmen. Mein 3D-Drucker der Holzklasse. Zusammengebaut werden folgende Teile: die Führungs- und Gewindestangen und das fertig vormontierte Modul der X-Achse. Beim Modul der X-Achse ist ein Kabelbinder zerbrochen, der später repariert wird. Der Pfeil zeigt den Fehler an. Aber bevor wir anfangen, geht es ans Erweitern der Öffnungen für die Z-Achse in den oberen Halterungen. Im letzten Video haben wir schon die Löcher am Motorblock erweitert. Nun werden die Gewindestangen mit einem Plastikverbinder auf die Achsen der Steppermotoren gesetzt. Und damit das problemlos geht, habe ich die Verbinder mit einer Heißluftpistole etwas erwärmt. Und dann auf die Motorenachse aufgestellt. Nun wird wieder repariert. Und zwar wird ein neuer Kabelbinder festgemacht, der die Buchse halten soll. Leider liegen die Kabelbinder sehr knapp an der Buchse an, sodass wir später nach einer anderen Lösung gesucht werden muss. Das X-Achse-Modul liegt bereit und wird in das Aluminiumgewinde an der Gewindestange eingeschraubt. Nun heißt es drehen und drehen, bis das Modul etwas Halt gefunden hat.
Nachdem ich nur noch ein paar Zentimeter eingeschraubt hatte, habe ich auf beiden Seiten die Führungsachsen eingesetzt. Und dem Wackeln habe ich ein Ende bereitet, indem ich die oberen Halterungen mit der vergrößerten Öffnung angebracht habe. Und da kam dann auch wieder mein Trick mit der Verklebung der Halteöffnung für die Muttern mit Tesafilm zum Einsatz. Mit einem 15 cm langen Holzstäbchen habe ich die erste Voreinstellung der Höhe gemacht. Genauer kalibriert wird aber erst nach Einbau des Extruders. Nun werden noch die Stoppringe angebracht und dann sind wir am Ende des vierten Teils meiner Videoreihe. Vielen Dank fürs Ansehen und wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich aber auch über jeden Kommentar, ob nun positiv oder negativ. Und am besten, Sie abonnieren einfach meinen Kanal. Schönen Dank und Salü aus dem Saarland.